Seid ihr bereit für eine Wiederauflage der acheronischen Ruinen? Nein? Tut mir leid, dann habt ihr Pech gehabt. Denn es geht genau dort jetzt weiter in den acheronischen Ruinen, Teil 2, hier auf meinem Kanal bei Age of Conan. Warum sage ich jetzt gerade Conan? Ganz einfach, ich habe mir jetzt gestern mal die Sätze anzeigen lassen, die YouTube aus meinen Videos rausfiltert. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, wie das genannt wurde. Das konnte man kann man auf jeden Fall einstellen oder abschlagen. Und jedes Mal, wenn ich Conan sage oder Conan beziehungsweise, kommt Kronen bei raus. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde das lustig. Als ich das gelesen habe, da dachte ich dann auch erstmal, okay, danke schön, vielen Dank, auf Wiedersehen, ja. Was bringt das jetzt nun? So, wo müssen wir denn hin? Da unten hin. Wo sind wir jetzt? Da die Leichen anzünden? Eine Piktenhütte vernichten? Mit Gensio sprechen. Okay, dann machen wir das doch. Nehmen wir wieder die gute Abkürzung hier. Ja, schießt ihr nur mit euren Pfeilen auf mich. Jetzt kriegt ihr mich nicht mehr. Edgy Badge. Nanu, wo hänge ich denn jetzt? Habe ich irgendeinen Debuff oder sowas ähnliches? Keine Ahnung. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Doch, sie wissen es ja, denn sie heilen sich sofort wieder hoch. Hallo! Nee, da will ich nicht hin. Ich denke, nachdem wir die piktischen Ruinen hier, die acheronischen Ruinen hier abgeschlossen haben, können wir uns ohne Probleme in die Katakomben wagen. Und danach stehen ja auch noch ein paar Quests auf den Hellsandruinen, Hellsandinseln. Wir hatten zwar schon das Vergnügen gehabt, die Hellsandinseln zu besuchen. Kämpfe! Kämpfe, Mädchen, kämpfe! Aber es sind immer noch ein paar Quests da, die wir erledigen müssen, und danach werden wir uns der persönlichen Hauptquest hier auf der Insel widmen, bevor wir wieder zurück nach Stygien reisen, auf was ich mich schon persönlich sehr, sehr freue. Da gibt es Sand, dort gibt es Meer, dort gibt es Sonne, viele freundliche Charaktere, die uns lieber ins Gesicht spucken würden, als mit uns ein Trinken zu gehen, aber davon lassen wir uns doch nicht unterkriegen, oder Freunde? Nein, wir denken positiv. Stygien, das ist das Land, wo man gerne Urlaub macht. Dass Jahrtausende später darauf die erste Hochkultur der Menschen gegründet wurde, ja, da können die Stygier ja auch nichts für. Ne? Ghoul! Du hier und nicht dort! Ich habe dich gesucht. Ich kannte dich nicht, aber ich habe dich gesucht. Oder euch dort. Ja, und dich. Und dich auch. Dich ganz besonders. Ich habe dich immer gemocht. Und so vergällst du es mir. Schande über dich. Und dich kann ich nicht leiden. Nein. Apropos Urlaub. Wie sieht es aus? Fahrt ihr in den Urlaub dieses Jahr im Sommer? Oder ist Urlaub so eher nicht eures? Sagt er, naja, andere haben vielleicht Geld und Muße, in den Urlaub zu fahren. Ich nicht, ich bleib zu Hause. Ja? Macht ihr Urlaub auf Balkonien oder fahrt ihr weg? Also ich muss ehrlich zugeben, ich würde mal wieder gerne wegfahren. Allerdings, seitdem ich selbstständig bin,
was soll ich sagen? Manchmal überlege ich echt, ob es nicht sinnvoller wäre, die Selbstständigkeit an den Nagel zu hängen und Hartz IV zu beziehen. Da kommt sicherlich mehr bei rum, wie mit dieser ewigen Maloche. Man arbeitet ja einen Großteil des Tages. Wenn man fertig ist mit Arbeiten, muss man sich um den ganzen Behördenkram kümmern. Und irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Und wenn man dann sieht, was bei rauskommt, denkt man sich dann auch, okay, wofür habe ich das jetzt alles gemacht? Leck! Aber nichtsdestotrotz, ich würde trotzdem niemals tauschen wollen. Ich habe mir diese freiberufliche Tätigkeit ja selbst ausgesucht. Und ihr wisst ja, wie es ist. Nicht jeder Anfang ist gleich. Und es gibt auch Momente, wo man es bereut. Im Moment ist die Auftragslage nicht so günstig, nicht so hoch. Aber was soll man sagen? Es ist halt so. Mal kommen Tage, da kann man sich vor Arbeit nicht... Ja, da weiß man gar nicht, wohin mit der ganzen Arbeit. Der Tag hat nicht genug Stunden dann. Und an anderen Tagen denkt man dann, okay. Letzte Woche zum Beispiel, da hatte ich dermaßen viel zu tun. Der Computer lief bei mir wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche durch. Und war am Arbeiten gewesen, am wie verrückt. Ich habe ein Bild nach dem anderen kreiert. Insgesamt habe ich, glaube ich, letzte Woche, lass mich überlegen, 20 Bilder? Ja, 20 Bilder erstellt. Alle in hochauflösender Ultra-HD-Grafik. So, dank dieses Monster-Rechners, den ich hier habe, ist das nicht wirklich die Herausforderung. Aber ich kann euch sagen, und diese Woche einen Auftrag. Und der ist schon fertig. Aber ich bin auch im Grunde ganz froh darum, jetzt wo die Schulter kaputt ist und ich eh diese starken Medikamente nehmen muss. Bin ich schon ganz froh, wenn ich die Maus einfach mal links liegen lassen kann und nicht an irgendwelchen Sprites oder an irgendwelchen Meshes am Arbeiten bin oder irgendwelche Texturen generiere. Apropos Texturen, ist euch schon mal mein neues Logo aufgefallen? Ja, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen habe ich das kreiert, als ich mich von den Abonnentenzahlen her kurz vor der 1000 befand. Da dachte ich, okay, der alte Avatar, den ich bis dato hatte, ist mittlerweile ein wenig uselig. Mach mal was Neues, öfter mal was Neues. Und da dachte ich, ja, was würde passen? Und so kam ich dann auf diese Neonschrift mit meinen Initialen von meinem Kanal M und S. Und ich muss ehrlich zugeben, es gefällt mir gut. Gefällt es euch auch gut? Also, wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen kurzen Kommentar freuen. Hey, Maerot, dein neuer Avatar hier auf YouTube, der ist mir direkt ins Auge gesprungen. Der gefällt mir gut, oder? Hey, Maerot, du willst ein Künstler sein? Da kriegt ja meine dreijährige Tochter im Kindergarten besser hin als du. Also, sagt mir eure Meinung, was ihr zu meinem neuen Avatar haltet. Würde mich sehr, sehr freuen. Und weiter geht's hier mit Age of Ghoul. Ra's al Ghul. Schnarrs on hier. Schnarrs on hier. Fall um. Bam! Und es hat Zoom gemacht. Diese Leichen nicht verbrennen. Ach nee, nur die da hinten. Okay, wir müssen diesen Boss, also Al Ghul, der Leichenzehrer, den müssen wir definitiv töten. Töte ihn!
Zombie-Diener, da kommen sie doch. Ich dachte schon, sie bleiben nur hinten stehen. Schnars on hier. Fall um, noch mehr. So, gucken, was bietet der uns denn? Oh, einen schändlichen Deflexbogen. Ja, damit können wir jetzt auch sehr viel anfangen. So, und wo führt diese Treppe hin? Acheronischer Tempel, Rückseite. Es gibt auch noch eine Rückseite. Achso, dieser Eingang ist nur mit der entsprechenden Quest verfügbar. Nun gut. So, ein bisschen Ordnung muss ja sein, ihr kennt das ja. Denn etwas Spaß muss sein. Und aufs Dach gehüpft. Oh, da habe ich doch tatsächlich einen Pool übersehen. Wie kann mir sowas passieren? Unglaublich, so nachlässig werde ich mittlerweile. Der piekten Sklavenmeister. Komm her, komm her. Wo immer du sein magst. Und fall um. Jetzt erinnern wir uns an Star Wars, an den Kampf im Lavasee, auch wenn wir uns jetzt hier zum Glück auf einer Brücke befinden, die allerdings nicht sehr stabil zu sein scheint. Aber sie ist zum Glück unverrückbar, auch wenn leicht verrückt gebaut. Na, meine Hübsche, wer bist du denn? Tschüss mir, tschüss mir. Oh. Tschüss mir. Oh. Glückwunsch, you reached level 18. Werden wir gleich erstmal die Punkte verteilen. Ich glaube, ich habe noch vom vorherigen Level, den habe ich noch nicht gespielt gehabt. Gucken wir mal. Tatsächlich zwei Punkte, die ich noch vergeben kann.
Die stehen da so doof rum und ich zerstöre ihre Hütte und die machen gar nichts. Ach ja, die Hütte ist zusammengebrochen. Schade drum. Hast du kaum genutzt. Schamanenältesten töten. Könnte es nicht ein wenig mehr Diplomatie sein? Diplomatie im Barbarenzeitalter. Hey! Gib mir ein Bier trinken! Ah nee, das ist ja Holzfall. Ups! Öffne dich, Tor. Guckt sich mal einer dieses heiße Totem hier an. Fällt mir gerade erst auf, jetzt wo ich hier so nah dran stehe. Kuhaugen, Kuhnase und raushängende Zunge. Ich bin tot! Man glaubt es kaum, ich bin gestorben. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Das kommt davon, wenn man sich über Totems lustig macht, Freunde. Scheiße. Ach ja, wenn wir schon hier sind, dann können wir eigentlich direkt mal zur Grenze gehen, ne? Und
Er sagt mir jetzt wahrscheinlich, dass er den Schädel weggelegt hat. Zurück! Zurück! Wo ist der Rest des Artefakts, du Süchtiger? Was? Was meinst du? Ist der Kieferknochen nicht mehr in meinem Haus? Nein, ich habe mit den Geistern geredet. Es ist nicht, wie es zuerst schien. Sie haben mit dir geredet? Allmächtiger Mitra! Sind Sie immer noch wütend? Ich wollte Sie nicht aufwecken, ehrlich. Ich habe den Schädel und den Kiefer im Wrack eines gestrandeten Schiffes gefunden. Es wurde einen Tag nach dem Sturm ans Ufer gespült. Ich habe die Teile mit nach Hause genommen und zusammengesetzt. Und dann ging das Geschrei los. Die Geister finden erst Ruhe, wenn das Artefakt nach Zingara zurückgebracht wird. Wie soll ich das denn bitte anstellen? Ich habe meinen Kopf gegen die Wand geschlagen. Ich habe versucht, mich mit Morgentaufrüchten zu betäuben. Aber das hat alles nichts geholfen. Ninos hat den Schädel. Okay. Er wollte ihn sicher verwahren. Du musst ihn holen. Eh, mit Mitras Segen. Also, willst du mich verarschen? Erst laufe ich zu Ninos hin, um dieses Gegenmittel zu holen. Dann laufe ich für dich in dein Haus, um den Schädel zu zerstören. Dann wieder zu dir hin und jetzt schon wieder zu Ninos? Alter. Also das ist, muss ich ehrlich zugeben, das ist doch ein Questaufbau, wie ich ihn hasse. Unsinn. So. So, wo ist jetzt der Schamanenälteste? Schamanenälteste, da steht er doch. Mit der heißen Kopfbedeckung auf dem Kopf. Ja, sonst noch einen Wunsch, war es das? Mit Ninos sprechen, mit Padraig sprechen. Ja, das war's. Ich denke, das war's jetzt auch erstmal hier in den Acheronischen Ruinen gewesen. Jetzt noch die Quests abgeben und dann geht es auch schon weiter. Und ihr seht, wir befinden uns auf einem guten Weg zu Level 20. Ungefähr bei 20, 25 dürfte dann der Bereich Tortage fertig sein. Na, Tina? Was hast du denn für Rückenprobleme? Ich hab so Rückenprobleme, Alter. Sei gegrüßt. So, sei gegrüßt. Die Siedlung ist zerstört.
Und ich gebe dir, wie versprochen, deine Belohnung. Nadini, die alte Seherin, kam vor einiger Zeit zu mir. Sie erzählte mir mehr von diesem Fledermausdämon. Willst du ihre Geschichte hören? Stärke, Weisheit, Gesundheit. Ich höre, Otto. Nadini sprach von einem unheiligen Wesen, das aus dem Tod geboren wurde. Sie weiß, wie der piktische Fledermausgott auf Tortage Gestalt annahm. Und es war in der Tat eine dunkle Geburt. Okay, dann erzähl mir von der Geburt dieser Blasphemie. Vor einiger Zeit sank vor der Küste ein Sklavenschiff. Einer der Sklaven, die das Unglück überlebten, war verflucht, die Seele eines anderen in sich zu tragen. Nadini sagte mir, diese Seele war verderbt und böse. Ein uralter acheronischer Geist, gefangen im Leib eines Lebenden. Doch als der Sklave im Sterben lag, wurde diese Macht befreit. Mhm. Der Sklave starb und eine böse Macht verließ seine Seele? So scheint es. Ich weiß, das klingt verrückt, aber das hat sie gesagt. Als diese Seele den sterbenden Sklaven verlassen hatte, erwachte sie in den versunkenen Ruinen unter den Wellen irgendwie zu neuem Leben. Schließlich kam die Seele an Land und nahm die Gestalt des piktischen Fledermausgottes an. Eine verlorene Seele, die zu einem Dämon wird? Das reicht, Pirat, du hattest eine Rache. Dann ist das Töten noch nicht vorbei? Ja, so ist es. Nachdem der acheronische Geist das Meer verlassen hatte, nahm er durch die Macht der piktischen Gebete die Gestalt ihres Gottes an. Diese Macht wird wiederum von mehreren mystischen acheronischen Menhiren in der Wildnis genährt. Du findest sie in der Nähe der Ruinen jenseits des Lavastroms. Wenn du sie zerstörst, ist der fleischgewordene Geist verwundbar. Okay, ich komme so zurück, sobald die Steine zerstört sind. Mitra sei mit dir und mögen alle Götter, die du verehrst, deine Klinge leiten. Ich bin... Ja, du weißt, ich zaubere, ich habe keine Klinge. Bis dann. Ja, mach ich gut. So viel Enthusiasmus, bis dann. Bist immer noch da? So. Mit Padraig sprechen. Sprechen wir mal eben mit Padraig. Und dann geht es zurück zu Nino del Angelos. Ninus des Angelos. Heißt ja eigentlich, wenn man es genau sieht, heißt es ja eigentlich Ninos dos Mitras. Ne? Also. So. Ahoi und heil! Ja, sag mal, die Scheiterhaufen brennen, Padraig. Es ist vollbracht! Das ist die beste Nachricht seit Wochen. Die Seelen meiner Freunde und all der anderen armen Schweine sind für immer frei. Hoffentlich bedeutet das auch das Ende der lebenden Toten auf dieser Insel. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen. Hier ist dein Lohn, ich danke dir. Und ich danke dir, mach es gut. Fürchte keine Magie, denn sie kann gebannt werden. Ja, das hattest du mir schon mal gesagt. So, jetzt geht es noch zu Nino. Alter, dass man für so einen kurzen Sprung Fallschaden bekommt, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber auch gar kein Problem. Gar kein Problem. Wo wir schon mal hier sind, da bleiben wir gleich hier und verkaufen ein bisschen was. So. Rüstung, Konstitution. Weisheit, Gesundheit, Stärke. Ah, da leh. Die einfachen Anfänge des Buff-Foods kann man damit erleben. Wurde dann einfach so angezeigt und fertig war's. So, gucken, was noch Ninos zu sagen hat. Der wird den Schädel wahrscheinlich nicht jetzt so einfach rausrücken.
Oh, der Schädel ist verflucht. Ich wusste es gar nicht, dass er verflucht ist. Bei Mitra. Geh mit Mitra, aber geh. Minus. Hallo, gute Seele. Ja, ich muss mit euch über Genzio reden. Hat ihn der Trank von seinem Wahn befreit? Nein, er halluziniert nicht. Die Geister sind echt. Echt? Aber wie kann das sein? Er hat eine Reliquie gefunden, einen menschlichen Schädel mit dem Kiefer eines Tigers. Nein. Kann das sein? Genzio hat Xanthias Zorn gefunden. Der Gedanke ist mir unerträglich. Ich bete zu Mitra, dass ihr euch irrt. Und ihr habt von dieser Reliquie gehört? Ich war nicht immer ein Mann des Glaubens. Einst lebte ich das Leben eines Abenteurers. Die Legenden um Xanthia und ihren Talisman sind wohl bekannt. Angeblich sollen einige unerschrockene Briganten das Schloss der Gräfin geplündert und das Artefakt einem Händler in Kova verkauft haben. Okay, Genzio sagt, es wurde an den Strand gespült. Vielleicht ist ein Schiff gesunken und hat den Talisman mit in die Tiefe gerissen. Oder er wurde über Bord geworfen und an unsere Küste gespült. Ich bezweifle, dass Genzio der Erste ist, der von ihm verführt und gequält wird. Er muss auf jeden Fall in zingaranischen Boden begraben werden, Junge. Hier, nehmt ihn. Er hat ihn mir zu treuen Händen überlassen. Es wird nicht einfach sein, ihn nach Zingara zu bringen. Vielleicht solltet ihr diesen Tunichtgut fragen, Captain Royo. Er ist ein ehemaliger Freibeuter aus Zingara. Und einer der wenigen Kapitäne, die durch die Blockade segeln dürfen. Sprecht mit ihm und bittet ihn um Hilfe. Das werde ich direkt mal machen. Dank dir. Geht mit Mitra, aber geht. Ja, du hältst mich auch immer sehr willkommen. Du magst mich überhaupt nicht. Keiner mag mich. Da hilft man ihnen hier, wo man nur kann. Man gibt sein letztes Hemd buchstäblich. Kommt da mal ein Dankeschön. Schön, dass du uns geholfen hast. Hier, nehmen diese Schätze. Was bekommt man? Altes Butterbier, das nicht heilt. So, da ist ja schon der gute Captain Royo. Noch so ein unfreundlicher Genosse. Gold? Nein, ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ja? Und wo ist Genzio? Und meine verdammten Früchte? Genzio ist verflucht. Er wird sterben. Die Frucht ist eine Droge. Ich helfe selten Leuten, die mir schlechte Nachrichten überbringen. Es sei denn, sie haben sehr viel Gold oder Wein im Gepäck. Du hast keines von beiden. Nicht in diesem Tontypen. Tja, das bin ich dir wohl schuldig. Schließlich sind wir schon seit so vielen Jahren Freunde. Mach's gut. Ja, dieser Schädel und dieser Kiefer müssen in zingaranischen Boden begraben werden. Natürlich, dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Na, solche Gefälligkeiten sind vermutlich gang und gäbe, oder? Zeig mal her. Zingara ist weit weg. Andererseits, ich gestatte dir, mir diese funkelnden Schätze auszuhändigen, obgleich sie eine schwere Bürde für mich sind. Was soll ich doch gleich damit machen? Hast du einen Namen, ich meine, für den Käufer? Ja, ich sagte, sie müssten in zingaranischen Boden begraben werden. Ah, richtig, begraben. Kein Problem. Also dann verschwinde. Ich bringe sie einem Käufer, Bestatter in Zingara. Oh ja, das werde ich. Ich bin nicht dumm, Royo. Verkauf sie, aber gib mir einen Finderlohn. Ich schlag dir was vor. Ich behalte die Hälfte und du bekommst den Rest, wenn ich das nächste Mal im Hafen bin. Das ist zwar bar jeder Vernunft, aber wir sind nun mal Freunde. Da ja, geht das genau. Ich schlag dir halt den Schädel ein. Wiedersehen. Mögest du stets in stillen Wassern segeln. Ach, ich mag diesen Typ nicht. Naja, egal. Jedenfalls, das war's für heute auch gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zurück in die Welt von Age of Conan. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bye, bye.